Dann wusste ich, wie viele Gespräche der letzte Tag geführt hat, bis klar war, dass es lange dauert, weil die Qualifikation nicht wird mitspielen. Ja, ich glaube, das waren intensive 24 Stunden, die wir hinter uns gebracht haben. Es haben sehr viele Gespräche stattgefunden mit dem SC Langenthal, aber auch mit den Rapperswil-Jona-Lakers. Also ich denke, das ist klar, wenn so eine Situation eintritt, die man eigentlich nicht erwartet, dann muss man viel miteinander reden. Es wird jetzt auch viel kritisiert natürlich und hat früher bekannt gegeben. Ist es irgendwie auch ein Problem für das Image nachher für Schweizer Hockey, das jetzt passiert ist? Ich glaube nicht, weil es wäre unter Umständen für Zeit mit schlechter gewesen, wenn wir etwas gespielt hätten, was um gar nichts mehr ist gegangen. Es war ja klar gewesen, Langenthal hat erklärt, sie wollen nicht aufsteigen, vor allem nicht in ein fremdes Stadion spielen. Und demzufolge wäre die Liga-Quali sportlich bedeutungslos geworden. Und demzufolge glaube ich nicht, dass es schlecht ist für unsere Reputation. Der hat auch gesagt, es gibt mehrere Gründe, das Stadion, das finanziell auch mal anschaut. Muss man gleich in Zukunft etwas ändern, damit eben so etwas nicht mehr passieren kann in dieser Form? Ich denke, wir werden es sicher anschauen, wie die Bedingungen sind. Infrastruktur wird gleich bleiben, Finanzen wird gleich bleiben. Je nachdem müssen wir es noch etwas kritischer hinterfragen und sagen, ja, wir tun halt vielleicht noch etwas strikter entscheiden, damit wir vielleicht auch etwas weniger aufstiegswillige Clubs haben oder aufstiegstaugliche Clubs haben. Aber es wäre jetzt zu früh, aufgrund von dem Fall, den wir hier haben, schon abschließend etwas zu sagen. Gibt es auch Gefahr, dass vielleicht andere Clubs oder verlangen, dass man geschlossene Liga macht, weil sie dann sagen, die kommen eh nie rauf, wenn sie mal eine Chance hätten? Ich glaube, der von geschlossenen Liga wäre der falsche Weg aus meiner Sicht. Das ist meine persönliche Meinung. Wir haben festgestellt, in den letzten 10 Jahren sind 4 Clubs raufgekommen. Also wir haben die Durchlässigkeit, die ist möglich, sie ist sportlich möglich und sie ist auch wirtschaftlich, infrastrukturell möglich. Und demzufolge denke ich, ein Schliessen wäre nicht gut, weil dann würde man der Swiss League, den ambitionierten Clubs, ihre Hoffnung nehmen können, nicht trotzdem eine Frage zum Modus. Nein, ist das auch jetzt ein Thema, wenn man das jetzt in dieser Form sieht, dass das passieren kann, dass man Modus mal etwas überlegt, etwas anderes zu machen? Ich glaube, der Modus, den wir haben, ist nicht so schlecht. Wir haben eine unserer Stärken im Schweizer Hockey schon, dass wir den Modus nicht jedes Jahr ändern. Es gibt Verlässlichkeit, Clubs, wie auch Zuschauer, Medien, die wissen, wie es geht. Es ist klar, dieses Jahr haben wir eine spezielle Situation gehabt. Wir haben bis zur letzten Runde nicht gewusst, in der National League, wer in die Playoffs kommt. Und damit ist nachher aber die Platzierungsrunde ein bisschen langweilig geworden, wo es um nicht mehr ist gegangen. Aber das kann nächstes Jahr wieder ganz anders aussehen. Ich habe noch eine Frage wegen der Infrastruktur. Die Frage ist, wie konkret muss das Projekt sein, wenn man rauf will, dass man die Rede sogar auch mit dieser Halle wie im Schoren rauf hätte können? Also hier im Schoren wäre es einfach nicht möglich, weil es ist eine Frage von Zuschauerkapazität, es ist eine Frage von Sicherheit, es ist eine Frage von der Technik, also Videotron und so weiter. Das sind die Kriterien, die wir festgelegt haben. Es wäre hier möglich, wenn man einen grossen Gesamtumbau würde machen, könnte man es auch herbringen. Aber ich denke, an diesen Kriterien werden wir und können wir nach vorne nicht enden. Abschließend gleich mal die Frage. Wir haben im November schon gesehen, dass das neue Stadion nicht wird kommen. Müssen wir in Zukunft den Verein mehr zudrängen, als sie eine Lösung können präsentieren, wenn sie aufsteigen wollen? Ja gut, das ist nicht so einfach, einfach von heute auf morgen zu sagen, jetzt gehen wir dort oder dort her. Wir haben mit ihnen vereinbart, dass wenn sie aufkommen, dass sie eben ein anderes Stadion müssten. Sie gehen jetzt einen anderen Weg, das ist von dem her gesehen ihr Entscheid. Und ich glaube, von der Kommunikation her ist es immer schwierig. Wir von der Lizenzkommission her können nicht kommunizieren, weil es nicht nur um infrastrukturelle Fragen geht, sondern um finanzielle Fragen. Und wir können sicher nicht Zahlen ausbreiten irgendwo vis-à-vis von den Medien. Also demzufolge, wenn man hätte irgendwie kommunizieren wollen, müsste das von einem Club auskommen.